بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum heutigen Unterricht. Und wir machen nun eine Pause بإذن الله تعالى und setzen nicht die Reihe fort, Tadabbur, sondern wir machen inshallah heute einen Neustart, weil Ramadan vor den Türen steht. Und zwar befassen wir uns inshallah mit diesem Monat, sodass wir uns vorbereiten auf diesen gewaltigen Monat. Und daher hat diese Reihe nun, diese Vortragsreihe, den Titel Ramadan, die Auswanderung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir über Ramadan reden, dann reden wir über die vielleicht größte Chance in deinem Leben, dass du dich änderst, dass du nahe kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du errettet wirst. Denn Ramadan hat so viele Vorzüge und so viele Vorteile, da wäre es sehr, sehr schade, wenn Ramadan eintritt und zu Ende geht und wir sind genau die gleichen Menschen wie vorher. Deswegen müssen wir uns allesamt vornehmen, dass wir diesen Ramadan nutzen, sodass wir komplett andere Menschen werden. Und dies geschieht nur, wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation. Wer aber zufrieden ist mit sich selbst und denkt, er habe den bestmöglichen Zustand erreicht, der wird natürlich nichts anstellen, um sich zu ändern. Wenn man denkt, ich bin gottesfürchtig genug, ich habe einen guten Charakter, ich bin nahe genug von Allah Azza wa Jal, ich bete genug, ich faste genug, ich spende genug, ich bin gut zu den Menschen. Wenn das ausreicht, dann wird man natürlich diesen Ramadan nicht nutzen, sondern dann wird man ihn einfach drauf losfasten und man wird nicht diese Tage und Nächte, diese kostbaren Tage und Nächte nutzen, wie es sich gebührt. Daher wollen wir uns vorbereiten, denn das Herz und die Seele eines Menschen kann nicht von 0 auf 100 in 0, nix. So sind wir nun erschaffen, dass wir Zeit brauchen, um uns aufzuwärmen. Und genauso ist unser Herz eben, es braucht eine Aufwärmzeit. Und diese Aufwärmzeit sind eben diese Wochen und Tage vor dem Monat Ramadan. Daher sagten die Gelehrten, der Monat Rajab ist der Monat, indem wir das Saatgut sehen, also in die Erde legen. Und der Monat Sha'ban ist der Monat, in dem wir es bewässern. Und der Monat Ramadan ist der Monat, in dem wir die Früchte ernten. Und wer die Saat erst im Ramadan sät, der wird natürlich eine bittere Frucht ernten. Denn jeder weiß, der Apfel ist ungenießbar, wenn er noch nicht reif genug ist. Er braucht seine Zeit. Und so ist auch dein Herz. Es braucht seine Zeit, damit es eben aufblüht. Und daher musst du dich mit dem Monat Ramadan schon viel vorher befassen und nicht erst mit der ersten Nacht, wie es leider viele von uns vielleicht tun. Sie vernachlässigen all diese Wochen vor Ramadan und dann heißt es, okay, morgen beginnt der Ramadan, jetzt gehen wir mal Tarawih beten und wo sind die Herzen? Eiskalt und erfroren, alaikum salam, sodass sie eben diese Wärme nicht bemerken und sodass sie diese Tage nicht genießen. Und um uns vorzubereiten, müssen wir wissen, wer ist Ramadan? Was ist das überhaupt? Ramadan, dieser Monat,
ist einer der gewaltigsten Monate Allahs subhanahu wa ta'ala. Rein sprachlich her sagt man, dass Ramadan vom Begriff Ramda abstammt. Ramda ist die Wüste. Und Ramda in der Wüste brauchst du natürlich Geduld, weil es sehr heiß ist, weil es sehr anstrengend ist, weil du durstig wirst. Ja, und davon abgeleitet ist eben der Monat Ramadan, weil er Geduld bedarf und weil er Disziplin bedarf. Dieser Monat, wie vielleicht sehr viele wissen, ist der Monat, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat. Herabgesandt hat von der wohlbewahrten Tafel in den ersten Himmel, zum ersten Himmel. Also nicht herabgesandt hat vollkommen und vollständig auf einmal zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nein. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam hat den Koran innerhalb von 23 Jahren erhalten, nicht in einer Nacht. Er wurde Prophet mit 40 alaihi salatu wasallam und er starb mit 63. Und in dieser Zeit gab es eben die Offenbarung des Korans, mehrheitlich in kleineren Stücken von einigen Ayat und seltener als komplette Sure. Aber als kompletter Koran wurde dieser Koran von der wohlbewahrten Tafel herabgesandt in das Haus der Macht, heißt es, ein Haus im ersten Himmel. Ein Haus im ersten Himmel und dort war dann der Koran. Denn in der wohlbewahrten Tafel steht ja nicht nur Koran. In der wohlbewahrten Tafel, Al-Lawh Al-Mahfuz, steht alles, was sein wird bis Yawm Al-Qiyamah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, hat den Stift erschaffen als erstes Geschöpf und ihm auferlegt, schreibe all das, was passieren wird bis Yawm Al-Qiyamah. Und also hat er alles geschrieben. Und dazu gehört natürlich Koran. Der Koran ist ja auch etwas, was passiert ist. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat also diesen Koran in dieser wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben und dann im Ramadan, und zwar in der Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr, wurde eben Al-Quran niedergebracht in dieses Haus der Macht oder des Stolzes, Baytul Al-Izzah, im ersten Himmel. Allah Azza wa Jal sagt also, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran. Der Monat Ramadan ist es, an dem oder in dem der Koran offenbart wurde. Aber nicht nur der Koran wurde im Ramadan offenbart. Das sagte der Prophet alaihi salatu wassalam im authentischen Hadith. Und zwar sagte er, die Schriften Ibrahims wurden zur ersten Nacht im Ramadan offenbart. Wir wissen ja, es gibt mehrere Bücher. Es gibt den Koran, es gibt Al-Injil, also das Evangelium, es gibt Al-Tawrah, die Tora, Al-Zabur, das ist das Buch von Dawud a.s. Es gibt die Schriften von Ibrahim und von Musa a.s. So, und hier sagt der Prophet a.s., die Schriften Ibrahims wurden zur ersten Nacht des Ramadan offenbart. Und die Tora wurden nach 6 Tagen des Ramadans offenbart. Und das Evangelium wurden nach 13 Tagen des Ramadans offenbart. Und Al-Zabur wurde nach 18 Tagen bzw. Nächten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, des Ramadans offenbart und Al-Quran nach 24 Nächten des Ramadan. Also in diesem Monat Ramadan wurden sämtliche Schriften offenbart und herabgesandt. Und das zeigt umso mehr, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat ehrt und also eine Ehre erweist und gibt, sodass dieser Monat unbedingt von uns auch verehrt werden sollte und genutzt werden sollte.
Das ist also der erste Vorzug dieses Monats, dass er eben ein Monat der Offenbarungen Allahs ist, der offenbarten Bücher und Schriften Allahs ist. Der zweite Vorzug dieses Monats ist, dass Allah Azza wa Jalla im heiligen Hadith sagte, jede Tat Adams ist für ihn, außer das Fasten. Dies ist für mich und ich belohne es. Denn er unterlässt seine Begierde und sein Essen und sein Trinken wegen mir. In diesem heiligen Hadith erklärt Allah Jalla wa Ala, wie wertvoll dieser Ramadan ist. Die Frage, die sich die Gelehrten gestellt haben, ist, sind denn nicht alle Anbetungen, alle Gottesdienste, alle Ibadat, die wir machen für Allah, warum erwähnt Allah genau beim Fasten, dass es für ihn ist? Er sagte, das Fasten ist für mich. Oder andersrum formuliert, er sagte, jede Tat Adams ist für ihn, außer das Fasten. Es ist für mich und ich belohne es. Aber das Beten ist doch auch für Allah. Und das Koranlesen ist doch auch für Allah. Und das Spenden ist auch für Allah. Warum hat er also, subhanahu wa ta'ala, nun diesen einen Gottesdienst so erkoren, auserkoren, dass es für ihn ist? Was denkt ihr? Ja? Genau, weil es eine Tat ist, die nicht offenkundig ist, im Gegensatz zum Gebet. Das Gebet, man kann dich sehen, wenn du betest oder wenn du spendest oder wenn du pilgerst oder wenn du Koran liest. Aber wenn du nichts tust, das kann man ja nicht sehen, das Nicht-Tun. Denn das Fasten ist ja nicht eine Umsetzung, sondern es ist eine Unterlassung. Wenn ich bete, setze ich ja was um, ich bewege mich. Wenn ich lese, Koran lese, dann setze ich ja auch etwas um. Ich spreche ja, ich lese. Aber beim Fasten mache ich ja nichts im Sinne von umsetzen, sondern ich unterlasse etwas. Und deswegen ist es etwas, was du nicht siehst. Du siehst das Nicht-Tun eben nicht. Und deswegen ist es nur für ihn. Das heißt, wenn jemand fastet, dann fastet er für Allah. Aber leider schaffen es einige, selbst das allen Leuten zu sagen. Das heißt, da kommt einer und fastet zum Beispiel, jetzt mal außerhalb von Ramadan, im Ramadan ist ja kein Geheimnis, dass Muslime fasten. Aber außerhalb von Ramadan, dann fastet einer zum Beispiel an einem Montag oder egal wann. Und dann kommt er, oh, heute ist aber heiß, Junge, ich faste und ist so. Wer hat denn dich gefragt, ob du fastest oder nicht? Muss das in die Zeitung geschrieben werden? Ja. Deswegen wird ja auch gesagt, einer hat mal gebetet, ja, also im sehr, sehr schnell. Und auf einmal kamen Leute herein, haben ihn beobachtet und er hat das bemerkt. Auf einmal hat er sich aufgerichtet und ganz schön langsam, Allahu Akbar, ja, schön ruhig, ja. Und die Leute, oh, das ist mal ein Gebet, Allah, Allah, Mashallah. Also das, der betet mal, ja, und ja, und der, ja. Er ist ja richtig im Rausch dann gewesen. Als er dann fertig war, sagte er, Jungs, und ich faste auch noch. Ja. Es gibt Leute, die schmeißen all das, kippen sie um. Ja. Wie jemand, der zum Beispiel einen Eimer Wasser voll macht und dann kippt das um. Da holt die Hasanat, 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 Hasanat. Jungs, hallo, ich hab Hasanat. Und zack, ist es weg. Ja. Ramadan erzieht uns umso mehr Anbetung geheim zu halten, was wir ja leider fast das ganze Jahr hindurch nicht tun. Aber die Geheimhaltung der Gottesdienste, der Ibadat, ist die Voraussetzung für den Schutz Allahs. Du brauchst ein Depot. Deswegen sagen die Gelehrten, beim Umgang mit Allah gilt, du kannst nur abheben, wenn du auch Guthaben hast. Wenn du kein Guthaben hast, kannst du auch nicht abheben. Heißt was? Es bedeutet, ich bin in einer schwierigen Situation. Ein Schicksalsschlag hat mich getroffen. Ja? Ein Problem. Ich brauche jetzt Festigung, Standhaftigkeit. Ich will nicht abkehren von Allah.
Ja, wie? Kostenlos? Dann schauen wir dein Depot an E-Man und da sehen wir, da bist du im Minus. Ah, gute Nacht. Dann kannst du eben nicht erwarten, dass du hier gefestigt wirst. Gefestigt werden die Gläubigen. Daher, als diese drei Leute kamen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erzählte, drei Leute gingen und haben dann Halt gemacht in einer Höhle. Und dann kam ein Felsen hinunter und hat sie eingesperrt. Da sagten sich diese drei Leute: Hieraus rettet uns nur Allah, also bittet Allah um Hilfe. Da hat der Erste gesagt: O Allah, ich hatte Eltern und ich war gut zu ihnen, ich mache mir jetzt nur die Kurzfassung. Wenn du meine Tat angenommen hast, dann hilf uns hier heraus. Also bewegte sich dieser Felsen ein wenig, aber sie konnten nicht heraus, alle. Der Zweite sagte: O Allah, ich hatte eine Cousine, die ich über alles liebte und ich wollte von ihr mit ihr Unzucht begehen und sie war in einer Notlage, das habe ich ausgenutzt. Und kurz bevor es dazu kam, dass er eben diese Unzucht begeht, hat er dann aufgehört, weil sie gesagt hat: Fürchte Allah. O Allah, wenn du das von mir angenommen hast, dass ich es doch nicht getan habe, so hilf uns hier heraus. Auf einmal bewegt sich der Felsen noch einmal etwas. Der Dritte sagte: O Allah, ich hatte einen Mitarbeiter, dem habe ich ein bisschen was gegeben. Früher hat man bezahlt mit Waren oder so, mit ein bisschen Reis und der hat sich gesagt: Was soll das, kannst du bei dir behalten. Auf jeden Fall, ich habe das benutzt und habe damit Handel betrieben, sodass es ein Vermögen wurde. Und als er dann zurückkam und gesagt hat: Wo ist mein Lohn? Dann sagte ich: Siehst du da, dieses Vermögen, das ist dein Lohn, nimm es mit dir. O Allah, wenn du es von mir angenommen hast, dass ich ihm diesen Lohn gegeben habe, dann hilf uns hier heraus. Also hat sich der Felsen bewegt, so kamen sie heraus. Nun, das ist eben die Sache, die ich hier erwähne. Was für Taten hast du, sodass Allah dir hilft, wenn es dir schlecht geht? Du musst zuerst einzahlen, du musst zuerst geben, damit Allah dir hilft. Nur Allah Jalla wa Ala, Subhanahu wa Ta'ala, lässt den Muslim anfangs diesen Geschmack des Imans kostenlos genießen. Wenn du beim Bäcker bist, ja, und dann gibt es eine neue Brotsorte oder eine neue Schneckennudel oder Allahu A'lam, irgendetwas, ja. Und da findest du so kleine Stückchen, ja, oder beim Käsehändler so ein paar Käse, ist ja egal, ja. Oder du willst Datteln kaufen, ja, da sagst du: Dürfte ich mal eine Dattel probieren? Dann der normale Händler, ja, nicht wenn er so geizig ist und sagt: Nee, hier kostet 0,2 Cent dieses Gramm, ja, musst du zahlen. Auf jeden Fall sagt er: Bitte schön, die Dattel, die Olive, die was weiß ich was, probier mal. Ja, aber du kannst nicht jetzt ein Kilo probieren. Also, das heißt, wenn du ihm sagst: Könnte ich nochmal probieren, nochmal probieren, nochmal probieren, noch, also Junge, ja, du kannst doch nicht ein Kilo probieren. Also, der gibt dir ein bisschen und danach musst du bezahlen. Allah gibt dir ein bisschen Iman. Das haben wir alle mal erlebt. Allah, Mashallah, Ramadan ist schön. Oh, was für ein erster Tag. Warum ist beim zweiten Tag nicht mehr so? Ja, musst du bezahlen. Du willst weiter diesen Genuss. Dann musst du bezahlen, indem du Allah anbetest. Allah Azza wa Jal gibt dir eine Kostprobe. Guck mal, wie herrlich das ist. Ist das herrlich? Willst du noch mehr? Ja, dann bezahle. Bezahle was? Kein Euro, sondern bezahle, indem du Allah anbetest, indem du das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt. Ramadan erzieht uns dazu. Er erzieht uns dazu, dass wir endlich mal Sachen machen, die kein Mensch kennt. Gut, wir Muslime, wir wissen ja untereinander, Ramadan fasten wir, aber das weiß ja niemand, ob du gefastet hast oder nicht. Ja? Da gibt es natürlich die Probe, guck mal die Zunge, ob Allahu A'lam und was weiß ich was. Aber auf jeden Fall, es ist unbekannt. Nur Allah weiß, wer fastet und wer nicht fastet. Und das ist etwas, was wir uns aneignen sollen. Das ist nämlich die nächste wichtige Bedingung. Du sollst im Ramadan Sachen lernen, die du nicht nach Ramadan verlässt und weglässt, sondern du sollst
Fähigkeit, heutzutage nennen wir das Skills, ja, sollst du dir aneignen, damit du das dann auch weiterlebst. Ja, damit du das auch weiter ausführst. Nicht, dass du sagst, okay, die 30 Tage sind vorbei, Alhamdulillah, endlich, und dann lebe ich weiter wie vor Ramadan. Also, der erste Punkt ist, Allah Azza wa Jal sagt, dieses Fasten ist für mich. Und er sagt, und ich belohne. Gut, wir wissen ja, dass Allah Azza wa Jal belohnt oder nicht. Warum erwähnt er hier, und ich belohne? Und warum hat er kein Maß an Belohnung erwähnt? Wir wissen ja, der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, die Hasana, eine gute Tat, wird zehnfach belohnt. Ich sage nicht, dass Alif Lam Mim, sagt der Prophet alaihi salatu wassalam, ich sage nicht, dass Alif Lam Mim ein Buchstabe ist, sondern Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Das heißt was? Du bekommst für Alif Lam Mim, wenn du das liest, 30 Hasana. Und das ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala und eine Gnade Allahs, dass wir für eine Tat 10 Belohnungen bekommen oder mehr. Das ist ja Minimum. Wobei wir für eine Sünde nur einen Minuspunkt bekommen, ja, nur eine Sayyi'ah, und nicht zehnfach dafür bestraft werden. Nun, aber diese Maßeinheit gab Allah hier uns nicht bekannt. Warum? Was denkt ihr, warum? Warum erwähnt Allah beim Fasten nicht, wie viel Lohn wir erhalten? Mal, beim Hajj wissen wir, wenn ich die Pilgerfahrt vollziehe, dann werden all meine Sünden vergeben. Ja, zum Beispiel. Aber warum erwähnt das hier nicht beim Fasten, ja? Interessant, also er sagt, vielleicht wenn man den Lohn kennt, dann würde man nicht so viel dann weitermachen, ja? Sehr schön, genau. Das Fasten ist was? Eine Unterlassung. Welche Ibadah ist hier angebracht, oder was ist dann die Ibadah, die wir vollziehen? Es ist die Geduld. Ja, du bist geduldig, sodass du etwas nicht tust. Und die Geduld beschreibt Allah Azza wa Jal im Koran, dass sie ohne Maß belohnt wird. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Die Geduldigen werden ihren Lohn ohne Maß erhalten. Was heißt ohne Maß? Also maßlose Belohnung. Also unbeschreibliche Belohnung. Und da das Fasten eine Form der Geduld ist, ist eben die Belohnung genauso. Das heißt, du weißt nicht, wie viel du bekommst. Ja gut, jetzt, ich weiß nicht, wie viel. Aber habe ich irgendwie Hinweise, die mir sagen, ob es viel oder nicht ist? Ja? Nicht 70.000. Ja. Pro Tag, genau, ja. Abgesehen davon, wer ist denn derjenige, der hier belohnt? Allah Jalla wa Ala. Wenn du zu einem armen Menschen gehst und sagst ihm, kannst du mir bitte mal helfen? Und also finanziell, ja, ich habe Probleme. Und du weißt, dieser Typ, der hat nicht viel, ja. Sagst ihm, hör mal zu, ich habe jetzt, was weiß ich, was, wann braucht man Geld? Immer, ne? Auf jeden Fall, zum Beispiel beim Heiraten. Ja, kannst du mir mal helfen? Oder ich will ein Haus kaufen. Allahu Akbar. Erwartest du von diesem armen Menschen viel oder wenig? Erwartest du, dass er dir jetzt mal 10.000, 20.000 gibt? Ich meine Euro, ne? Natürlich nicht. Aber wenn der 20 Euro gibt, mashallah, oder nicht? Möge Allah uns unser Vermögen vermehren auf erlaubte Art und Weise. Und möge er es uns nicht als Versuchung geben. Ja. Aber wenn jetzt ein Milliardär daherkommt, ist hier jemand Milliardär? Damit wir das mal praktisch umsetzen. Allah izidu ibarik.
Also, wenn jetzt hier ein Milliardär wäre und wir würden ihm sagen, und wir wissen, der ist nicht geizig. Ja, es gibt ja auch Milliardäre, die geizig sind. Gut, ich kenne keinen. Ich kenne weder einen Geizigen noch einen Nicht-Geizigen. Ja? Ich kenne gar keinen Milliardär. Vielleicht ist ja auch gut so. Auf jeden Fall, wenn dieser Milliardär, wenn wir den jetzt ansprechen, sagen, hör mal zu, könntest du mir mal helfen, so eine Finanzspritze, ja? Erwarte ich dann viel oder wenig? Zumal ich ja weiß, er ist großzügig, er ist nicht geizig. Bitte? Dann erwarte ich viel. Wenn ich nun weiß, Allah Azza wa Jal ist der Großzügige, der Freigebige, der Versorger, subhanahu wa ta'ala, der Nachsichtige, der Liebende, subhanahu wa ta'ala, der Mächtige. Wenn ich das weiß und er sagt mir immer zu, wenn du fastest, bekommst du deinen Lohn. Was heißt das dann? Das bedeutet, ich kriege einen enormen Lohn. Oder nicht? Einen gewaltigen Lohn. Aber das ist die Frage, wenn wir fasten, haben wir diese Erwartung? Jetzt mal Rückblick. Letzter Ramadan. Erster Ramadan, als du den ersten Tag gefastet hast. So. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan ist ja. Und du hast die Dattel gegessen. Hast du da empfunden? Ja, Rabb, Mashallah. So viel. Stell dir mal vor, dieser Milliardär, den du nicht kennst und ich auch nicht. Ja, dieser Milliardär, der kommt und sagt dir, hör mal zu, heute Abend bekommst du deinen Lohn oder bekommst du diese Finanzspritze. 20 Uhr. Und jetzt tritt 20 Uhr ein. Vergleich mal deine Gefühle da und dein Gefühl beim Iftar. Überhaupt nicht zu vergleichen, oder? Junge, 20 Uhr, oh, ich krieg jetzt meine 50.000 und so. Ja, oder nicht? Du bist froh und so, ja, was geht, was ist denn los mit dir? Ja, aber beim Iftar, alle essen dann, ja, was ist denn los? Ja, war anstrengend heute. Oder nicht? Wo ist diese Freude? Alhamdulillah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, der Fastende hat zwei Freuden. Einmal, wenn er das Fasten bricht und einmal, wenn er seinen Herrn begegnet. Das heißt, wenn er das Fasten bricht, gut, dann freut man sich, Alhamdulillah, jetzt gibt es wieder mal was zu essen und so weiter und so fort. Aber die größere Freude ist doch, dass du weißt, du wirst Allah begegnen, du wirst deinen Lohn erhalten. Und das ist ja jeden Tag so im Ramadan. Das ist ja das Schöne an der Sache. Jeden Tag bekommst du diesen Lohn, diesen gewaltigen Lohn. Und deswegen sagt Allah, die Belohnung bei mir. Überleg nicht, zerbrech deinen Kopf nicht wegen der Belohnung. Deswegen müssen wir erwarten, dass wir einen riesigen Lohn bekommen. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer Ramadan fastet, man sama Ramadan, imanen wa ihtisaban, aus tiefem Glauben heraus und in Erwartung auf die Belohnung, dem werden all seine Sünden vergeben. Aber wer Folklore fastet, was ist los? Ramadan, okay. Fasten wir. Es gibt viele Leute, selbst diejenigen, die nicht beten und so weiter. Es gibt ein paar Restaurants, ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja? Im Ramadan ist Full House zum Maghrib und da siehst du die verschiedensten Leute. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Ja? Und angezogen, ja, also kunterbunt. Und die trinken keinen Tropf. Was ist denn los? Auf was warten die denn? Auf einmal macht er dann Adhan, also Kassette, Adhan. Auf einmal essen sie alle. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du hast jetzt den ganzen Tag ein Gebot Allahs eingehalten und 10 Gebote nicht eingehalten. Warum denn? Also warum fasten solche Menschen? Diesen Menschen sagen wir natürlich nicht, fastet nicht. Es gibt ja Leute, wenn die jemanden sehen, zum Beispiel, der hat einen Bart und klaut, dann sagen sie, mach den Bart weg.
Oder wenn die Schwester ein Hijab hat, hat aber, was weiß ich, was Schminke, mach Hijab weg. Das ist doch keine Da'wa. Sagst Barakallahu fiek für diesen Schritt, aber würdest du bitte den nächsten Schritt auch machen, ja? Dass du nicht klaust oder dass du nicht beleidigst oder dass du irgendetwas. Es ist kontraproduktiv, Leute, die einen Schritt gemacht haben, für diesen Schritt zu kritisieren. Kritisier doch das, was falsch ist und nicht das, was richtig ist. Also wir sagen, möge Allah uns und alle anderen Menschen recht leiten. Aber das ist eben das falsche Verständnis, wenn Ramadan zur Folklore wird. Wenn Ramadan Kultur wird. Wenn Ramadan ein Brauch wird und nicht Religion ist. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer Ramadan aus tiefem Glauben heraus, aus dem Glauben heraus, ich mache es, weil ich an Allah glaube. Ich mache es nicht, weil die Gesellschaft es macht, sondern ich mache es, weil Allah es von mir verlangt, dann wird dieser Mensch auch belohnt damit, dass er die Sünden vergeben bekommt. Und die zweite Voraussetzung war in Erwartung. Das heißt, du musst die Belohnung erwarten. Viele machen viele Ibadat. Sie beten, ohne dass sie an die Belohnung denken. Du bist mit jedem Gebet eine Stufe höher im Paradies. Nicht mit jedem Gebet, mit jeder Niederwerfung. Aber daran denken wir gar nicht. Ich bin jetzt höher. Und jetzt nochmal höher. Heute höher als gestern im Paradies. Warum? Weil ich heute weiter gebetet habe und mehr gebetet habe. Aber daran erinnern wir uns nicht. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir die Ibadat dann auch vernachlässigen, weil es macht ja gar keinen Spaß mehr, weil ich mich nicht erinnere an diesen Lohn. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam überlieferte eben diesen Hadith, diesen heiligen Hadith von Allah subhanahu wa ta'ala. Nun wissen wir auch, im Ramadan gibt es ja Al-Iftar, das ist dann zum Maghrib, und Al-Sahur, das ist das Essen vor der Morgendämmerung. Was ist hier bei Sunnah? Was ist wünschenswert? Was sollte man da beachten, ja? Genau. Und den Iftar? Genau. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, meine Ummah, geht es so lange gut, solange sie das Fastenbrechen frühzeitig wie möglich vollziehen und As-Sahur, das Essen eben zum Vorbereiten auf den nächsten Tag, so spät wie möglich verrichten. Heißt was? Es bedeutet, sobald die Sonne untergeht, sobald Adhan beginnt, sollst du dein Fasten brechen. Nicht eine Stunde danach. Und du sollst das nächtliche Essen so lange verschieben, bis kurz vor Salat al-Subh, bis kurz vor der Morgendämmerung. Es gibt viele, die sagen, es gibt so um die 20 Minuten vor Salat al-Subh, nennt man dann im Sarg und so weiter. Es wurde aber nicht überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hat uns gesagt, dass wir bis zum Adhan essen können. Das heißt, ich muss nicht die 20 Minuten oder halbe Stunde oder ähnliches vor der Morgendämmerung aufhören zu essen, sondern ich kann bis zur Morgendämmerung, also bis vor dem Eintritt des Morgengebetes essen. Also, und was ist nun der Sinn? Warum ist es denn so wertvoll, dass ich das Fastenbrechen so früh wie möglich vollziehe und As-Sahur so spät wie möglich? Warum ist es nicht egal, wann ich esse und wann ich trinke? Ja? Okay, dann hat man mehr Zeit zum Beten, ja? Ja gut, aber Allah hat uns ja erlaubt, wann wir essen. Ich muss ja nicht sofort, wenn Adhan ist, sofort essen, ja? Genau. Hier zeigt sich
diese Umschaltung, umso mehr, diese völlige Hingabe. Schau mal, 20 Uhr, 9, zum Beispiel, ja, 19.59 Uhr ist noch nicht Maghrib. Da darfst du keinen Schluck Wasser trinken, nichts essen. 20 Uhr ist Maghrib, du trinkst. Was zeigt das? Das zeigt, dass du ein Diener Allahs bist. Dass du auf die Sekunde achtest. Das heißt, dass du ein Mensch bist, wenn Allah Azza wa Jal dir etwas sagt, dann setzt du es um. Genauso beim Sahur. 5 Uhr zum Beispiel ist das Morgengebet. 4 Uhr 59 beendest du dein Sahur. Und 4 Uhr, was haben wir gesagt? 5 Uhr ist das Morgengebet. Hier zeigt das was? Das zeigt, dass du ein Diener Allahs bist. Warum? Weil du eben auf die Sekunde dich änderst für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt nicht, du sollst immer, es ist nur noch eine Hundertstel Sekunde, jetzt ist noch, sondern du kannst gerne, du musst ja auch Zähne putzen und so einkalkulieren und was weiß ich was, vielleicht willst du noch einen Schluck Wasser trinken und so, ja. Aber das bedeutet, du sollst es so spät wie möglich machen, weil viele vernachlässigen die Sunna, As-Sahur. Viele vernachlässigen, sie sagen, ja gut, guck mal, ich bin satt. Alhamdulillah, nach dem Maghrib, Junge, das Abendessen heute. Ja, wir holen ja die Stunden nach. Ja, also das, was wir gefastet haben, das wird ja nachgeholt. Da darf keine Kalorie fehlen. Ja, keine Kalorie. Oder was ist Singular von Kalorien? Ist ja egal. Auf jeden Fall. As-Sahur und Al-Iftar ist also ein Indikator dafür, dass du der Diener Allahs bist. Du hältst dich an die Gebote Allahs. Und deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass wir diesen Ramadan nicht nur wegen dem Essen und Trinken fasten, sondern das Essen und Trinken will uns etwas sagen, das Unterlassen. Und zwar, Allah Azza wa Jal erzieht uns oder zeigt uns eine Erziehungsmethode. Wenn du deine Seele bändigen möchtest, dann gibt es vor der Unterlassung der Sünde einen Bereich, eine Phase, in der du deine Seele erziehen musst, sodass du Oberhand gewinnst. Heißt was? Das bedeutet, ich habe ein Problem mit Sünden. Das zeigt, dass meine Seele das Sagen hat bei mir und nicht ich. Sondern wenn ich das Sagen hätte, würde ich ja nicht sündigen, aber ich bin zu schwach. So wie trainiere ich das, dass ich nun das Sagen bekomme und nicht meine Seele? Indem ich ein paar Schritte zurückgehe und zwar zum Erlaubten und das anfange zu unterlassen. Heißt was? Bedeutet, zum Beispiel außerhalb vom Ramadan jetzt, ja? Ich möchte meine Seele erziehen. So, meine Seele will einen Spaziergang machen? Nein. Warum ist es haram? Nein, es ist haram. Aber ich sagte jetzt nein. Warum denn das? Einfach so, damit du weißt, dass ich das Sagen habe und nicht du, also die Seele. Das heißt, du musst Erlaubtes unterlassen, damit du Kraft genug hast und Kondition genug hast, das Verbotene zu unterlassen. Weil wenn es dann heißt, unterlasse das Lästern, dann wird deine Seele sich nicht mehr melden. Sie wurde erzogen. Sie weiß, dass sie unterwürfig sein muss und dass du das Sagen hast. Aber wenn du das nicht erziehst, wenn du deiner Seele freien Lauf lässt, das heißt, alles, was deine Seele will, gibst du ihr vom Erlaubten, sage ich jetzt, nicht vom Verbotenen. Ich will spazieren, bitteschön. Ich will jetzt reden, bitteschön. Ich will jetzt schlafen, bitteschön. Ich will jetzt essen, bitteschön. Alles, okay, meine Seele, egal was du willst, ich gebe dir das. Dann wird eben diese Seele dermaßen die Oberhand gewinnen, dass du bei den Sünden nicht mehr mitreden kannst. Dann sagst du, ich will lästern, bitteschön. Ich will lügen, bitteschön. Weil du immer bitteschön gesagt hast. Du musst Nein sagen können.
Aber das ist bei den Sünden noch zu schwer und daher musst du ein paar Schritte zurück zum Erlaubten. Und das bekommst du beigebracht im Ramadan. Ich meine, das ganze Jahr über, außerhalb von Ramadan, ist Essen und Trinken halal oder haram? Und der Beischlaf mit der Ehefrau ist halal oder haram? Halal. So im Ramadan ist es verboten. Hat Allah Azza wa Jal im Ramadan Verbotenes verboten oder Erlaubtes verboten? Das Verbotene ist das ganze Jahr verboten. Aber im Ramadan hat Allah Azza wa Jal Erlaubtes verboten. Das zeigt dir, das ist dein Trainingsplan. Dein Trainingsplan ist es, Disziplin zu bekommen, indem du Erlaubtes unterlässt. Denn damit kannst du deine Seele bändigen und damit wirst du dann auch die Sünde unterlassen. Nun, das Fasten ist ja per Definition was? Die Unterlassung der Begierden, beziehungsweise der Nahrungseinnahme und des Beischlafes von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Aber sprachlich As-Sawm heißt einfach nur etwas unterlassen. Deswegen sagte ja Maryam alayhi salam, inni nadartu lirrahmani sawma. Ich habe ein Gelübde abgegeben, dass ich faste. Ja, was faste? So werde ich niemanden ansprechen, sagte sie. Das heißt, das hier ist Fasten im Sinne der sprachlichen Bedeutung, also das Unterlassen. Also ist das Fasten jetzt religiös gesehen die Unterlassung von der Nahrungseinnahme. Also wir essen und trinken nichts, beziehungsweise den Beischlaf von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Ja, es ist nicht vom Sonnenaufgang, wie viele Nicht-Muslime immer sagen. Ja, sie sagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nein, nein, es ist von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang mit der Absicht, und das ist der springende Punkt, sich Allah zu nähern. Denn das macht das zu einer Ibad. Diese Absicht, dass du damit Allah näher kommen möchtest, macht eben das Fasten zu einer Ibadah. Und das ist unsere erste Aufgabe jetzt, liebe Geschwister. Das heißt, praktische Aufgabe. Hast du die Nähe schon gefasst, Ramadan zu fasten oder nicht? Oder steht Ramadan noch gar nicht auf der Tagesordnung? Jeder von uns, liebe Geschwister, wenn er einen Tag hat, was weiß ich, an dem er ein Vorstellungsgespräch hat oder er wird sein Geschäft öffnen oder Allahu A'lam, irgendeine Sache, dann wird er sich vorbereiten oder nicht? Jeder bereitet sich vor. Und genau deswegen müssen wir uns vorbereiten auf die Absicht. Welche Absicht habe ich? Ich habe die Absicht im Ramadan, mich zu ändern. Und das leider haben die wenigsten. Sie gehen in Ramadan rein, um einfach nicht zu essen und nicht zu trinken. Das ist eine falsche Absicht. Du sollst im Ramadan nicht nur nicht essen und nicht trinken, sondern du sollst dich ändern. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer nicht die Falschaussage unterlässt und das Handeln mit Falschaussagen, also das Umsetzen oder das eben, dass man handelt, also nicht wirtschaftlich meine ich, sondern dass man tut, ja, aufgrund von Falschaussagen, wer das nicht unterlässt, dem wird Allah Azza wa Jal sein Fasten nicht annehmen. Den braucht Allah nicht. Dessen Fasten benötigt Allah nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einige Fastende kommen aus dem Fasten heraus nur mit Durst und Hunger. Das heißt, du hast den ganzen Tag gefastet und hast nichts davon. Also geht es nicht nur um das Fasten, einfach nur nicht zu essen, nicht zu trinken, sondern es geht darum, dass du dich ändern sollst. Deswegen die Absicht, die erste Frage, hast du überhaupt vor, dich zu ändern? Wenn du jetzt sagst ja, was willst du ändern? Einfach nur ja sagen, das ist leicht. Was willst du denn ändern? Was habt ihr denn vor zu ändern? Bitte schön, ich höre. Ja? Man sollte auf
jeden Fall jetzt unabhängig davon, was man ändert, die Türe geschlossener lassen, als sie zuvor offen war. Türe für was? Na, wenn man jetzt zum Beispiel Sünden gemacht hat, dann soll man diese weglassen, sodass sich dann der Scheitan nach Ramadan, nachdem er wieder frei ist, nicht wieder so zu Hause fühlt, wie er es vorher tat. Genau, also dass man eben weniger sündigt, ja. Bitte? Also entweder eine schlechte Angewohnheit weg oder eine neue gute Angewohnheit dazu, dass man auch... Gut, die gute Angewohnheit, was ist die? Was hast du denn vor? Welche? Das ist ja also immer so eine Sache. Also es geht ja auch um die Person. Ja, ich frage ja euch jetzt. Ich frage euch. Ramadan kommt ja, das habt ihr mitbekommen, oder nicht? Sehr schön. Welche, reden wir mal nicht über die Sünden, ja? Möge Allah uns nicht bloßstellen. Aber das ist ja klar, wie der Bruder sagte, wir sollen die Sünden unterlassen. Jetzt geht es mir nicht um die Sünden. Welche gute Tat, Charakterzug, etwas Gutes hast du tatsächlich vor? Du sagst, dieser Ramadan, 1439, Hijriani, nach Hijra oder 2018, möchte ich nach Ramadan in dem Punkt ein anderer Mensch sein. Was? Welcher Punkt, ja? Du willst dich, ich rede nicht über die Leute, ich frage dich. Nicht die Leute sollen, ich, was soll ich machen? Wer hat denn eine Absicht gefasst, ja? Mehr? Mehr Geduld in was? Dass ich nicht esse oder dass ich nicht trinke? Okay, dass man sich nicht aufregt, meinst du damit? Sehr schön. Also in diesem Ramadan habe ich vor, die Aufregung zu unterbinden. Das heißt, ich fokussiere meine Anstrengung auf diese Sache. Deswegen bin ich ja froh, dass Ramadan jedes Jahr kommt. Denn ich habe ja viele Baustellen. Aber ich kann doch nicht alles auf einmal ändern. Ich bin ja ein Mensch. Und jedes Jahr muss ich in diese Weiterbildung, die Ramadan heißt, sodass ich jedes Jahr mich ändere. Wer hat noch was vor? Konkretes bitte, ja? Weniger Fußball spielen oder sehen? Allahu Akbar, das habe ich ja ganz vergessen. Wann fängt die WM an? Spannende Teil kommt nach Ramadan. Ich dachte, du willst aufhören. Ja, weniger Fußball. Allahu Akbar, das habe ich ja auch ganz vergessen, die WM. Das gibt es ja auch noch, ne? Aber da gibt es bestimmt Leute, die freuen sich auf die WM mehr als auf Ramadan. Ich rede jetzt von Muslimen, ja? Uiuiuiui. Teil, okay? Weniger Fußball. Das kann man nur befürworten, ja? Das ist natürlich jeden Tag den Koran zu lesen. Jeden Tag Koran lesen, sehr schön. Das bedeutet, du willst nach Ramadan jeden Tag Koran weiterlesen. Wie viel Koran? Halbe Seite. Halbe Seite. Hast du dir das vorgenommen? Möge Allah dir das erlauben. Nein. Und mehr, ja Rabbel Alamin. Das ist mal etwas, das ist eine Niyyah. Das ist endlich meine Absicht. Das heißt, ja Allah, bitte hilf mir, diesen Ramadan habe ich ein Ziel. Abgesehen von ich faste nicht, das machst du doch jedes Jahr. Diesen Ramadan will ich Disziplin bekommen, dass ich jeden Tag eine halbe Seite lese. Das ist mein Ziel. Bitte schön, weiter, ja? Dass du deiner Mutter mehr hilfst. Sehr schön. Das heißt, in welcher Form zum Beispiel, wie kannst du das erreichen? Genau, das heißt, du machst dir also einen Stundenplan, wie du, bist du noch in der Schule oder arbeitest du, was machst du? Schule. Das heißt, du machst einen Stundenplan, wenn du nach Hause kommst, Geschirr spülen oder Allahu A'lam, irgendetwas, sowas? Zum Beispiel. Birrul Walidain, gibt es was Schöneres? Möge Allah uns helfen, gut zu unseren Eltern zu sein. Egal, ob sie Muslime sind oder nicht. Die Güte zu den Eltern hängt ja nicht davon ab, ob sie Muslime sind oder nicht. Und das ist eines der größten Tore zum Paradies.
Und eines der schnellsten Wege zum Paradies, die Güte zu den Eltern. Aber leider die größte Baustelle bei uns. Leider. Die allergrößte Baustelle. Und deswegen kann ich, Barakallahu fik, für diesen Ratschlag, das kann ich nur jedem wärmsten und muss ich mir auch wärmstens empfehlen, dass wir immer besser werden im Umgang mit unseren Eltern. Ja? Dass ich zum Beispiel jeden Tag im Ramadan werde ich die Hand meiner Mutter oder meines Vaters küssen. Muss sein. So wie ich jeden Tag essen werde, ich küsse jeden Tag die Hand und die Stirn meiner Mutter und meines Vaters. Jeden Tag. Und das geht dann weiter nach Ramadan. Weiter, was gibt es noch für Ideen? Ja? Ein Juz auswendig lernen im Ramadan. Und das wirst du dann weitermachen? Hier, der möge Allah dir helfen, den Koran vollständig auswendig zu lernen. Und uns auch, ja Rabbal Alamin. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt etwas beabsichtige im Ramadan, ich will mich ändern, dann muss ich ja auch das so planen, dass es meinen Lebensverhältnissen auch passt. Ja? Das heißt, es kann sein, dass bei dir ein Juz klappt, beim anderen 10 Juz, beim anderen nur 2 Seiten im Ramadan. Ja? Das heißt, wenn ihr einen Plan macht, wenn ihr eine Absicht habt, dann macht sie so, dass dieser Plan nach Ramadan weiter umgesetzt werden kann. Nicht, dass er im Ramadan aufhört, oh, das war anstrengend, das kann ich jetzt nicht mehr. Nein, mach doch langsam. Es geht nicht darum, dass du Abu Bakr im Ramadan wirst. Ja? Wirst du sowieso nie. Ja? Keiner von uns. Ja? Das ist der beste Mensch überhaupt nach dem Propheten. Radiallahu an. Möge Allah uns mit ihm vereinen und mit dem Propheten im Firdaus, in den höchsten Stufen des Paradieses. Aber es geht darum, nochmal, wenn du ein Ziel hast im Ramadan, darf das kein Ramadan-Ziel bleiben, sondern es muss ein Jahresziel sein, ein Lebensziel sein. Es muss ein Ziel sein, das du auch nach Ramadan weiterführen kannst. Und deswegen die Dosis immer so halten, dass es weitergeführt werden kann. Nicht übertreiben. Ja, weiter? Noch Ideen? Ja? Das Gemeinschaftsgebet vermehren. Sehr schön. Das heißt, dass man mehr in der Moschee betet. Wie? Ja, das geht per Wifi nicht. Ja. Also man muss schon hingehen, ja. Aber gut, aber die Leute kommen ja zum Tarawih-Gebet, oder nicht? Sehr schön. Das heißt, wenn du jemand bist, der nicht so oft in die Moschee geht, dann versuche Gebete herauszufinden in deinem Stundenplan, bei denen du einen Besuch in der Moschee machen kannst. Und eben nicht Al-Isha und Tarawih, weil das machst du ja sowieso im Ramadan. Das machst du ja sowieso. Oder nicht? Ja, sollte jemand. Also wenn man im Ramadan nicht, man sich nicht den Ruck gibt und dass man tagtäglich in der Moschee ist, und Tarawih, gut, wenn du Nachtschicht hast, Spätschicht, das geht halt nicht. Aber ich meine, ich rede von den Leuten, die Zeit haben. Dann ist das eine verlorene Chance natürlich. Aber zum Beispiel, du sagst, ich komme zum Dhuhr-Gebet einmal sonntags. Sonntags hat man eigentlich öfters nichts zu tun. Gut, gibt andere Schichten und so. Aber das wird im Ramadan, werde ich sonntags oder samstags, Allahu A'lam, mittwochs, egal wann, immer Gemeinschaftsgebete verrichten, sodass es nach Ramadan so weitergeht. Das ist der wichtige Punkt, liebe Geschwister. Immer bitte daran denken, wenn ihr eine Absicht fasst, wenn ihr etwas vornimmt im Ramadan, dann soll es nicht eine Sache sein, die nach Ramadan dann tot ist und nicht mehr lebt, sondern nimm dir etwas vor, was du nach Ramadan weiterführen wirst. Noch eine Idee, wenn jemand eine hat, ja? Nafile Fasten. Nafile Fasten, gut, im Ramadan wirst du das natürlich nicht machen können, ja, das ist dann nach Ramadan. Also wie gesagt, es geht mir um Sachen, die du im Ramadan machst, sodass du nach Ramadan
es machen wir es. Aber die Frage ist nicht, was schlagen wir den Leuten vor? Die Frage ist, was habe ich mir vorgenommen? Und wenn die Antwort lautet, ich habe mir nichts vorgenommen, ich gucke, vielleicht komme ich zum Gebet wie immer, aber an meiner Persönlichkeit wird sich nichts ändern, habe ich gar nicht vor, dann gute Nacht. Dann stellt sich die Frage, warum erwartest du Ramadan dann? Brauchst du Ramadan? Ramadan ist dann nicht für dich gedacht. Deswegen sagen einige Gelehrten, Ramadan wird an deiner Tür klopfen, aber wenn du ihn nicht aufnimmst, wie es sich gebührt, geht er zu einem anderen. Also Ramadan wird nicht auf dich warten, also nur wenn du denkst, ja okay, der Ramadan, der... Nein. Wenn du ihn nicht respektierst, indem du auch etwas vorhast, indem du Nutzen aus ihm ziehen wirst, dann geht er weiter zum Nächsten, der eben Nutzen aus ihm ziehen wird. Und deswegen, liebe Geschwister, immer darauf achten, dass wir diesen kommenden Ramadan auch wirklich so fassen, wie es sein sollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, diesen Monat Ramadan zu erreichen. Und zu guter Letzt, wir müssen diesen Monat fasten, als ob es der letzte Ramadan in unserem Leben ist. Erst dann werden wir ihn auch nutzen. Wenn du denkst, wenn du diese Gewissheit in dir trägst, ja, 2019 ist auch drin, auf jeden Fall, dann wirst du Ramadan 2018 nicht so fasten, wie es sich gebührt. Aber wenn du wirklich denkst, das war's, mein Leben ist zu Ende, aber hallo, ich bin doch nicht krank, gut, dann gute Nacht. Musst du krank sein, damit du stirbst? Musst du arm sein, damit du stirbst? Musst du Probleme haben, damit du stirbst? Jeder kann sterben, jung, alt, es gibt doch viele Leute, die sterben. Nimm diese Chance auf, als ob du das Eid-Gebet, da machen wir wie viel Takbirat? In der ersten Raka? 7, oder nicht? Gut, es gibt unterschiedliche Ansichten. Du musst dir vornehmen oder du musst denken, dieser Ramadan, am Ende werde ich nicht 7 Takbirat machen, sondern die Leute werden 4 Takbirat machen. Heißt was? Totengebet. Dass sie das Totengebet verrichten. Stell dir mal vor, du stirbst. Malakul Maut, der Todesengel, kommt dann zum Abend, zum Shawwal. Morgen ist Shawwal und sagt, so, deine Seele wird jetzt genommen. Stell dir mal vor, das würde passieren. Wie würdest du Ramadan fasten? Wie würdest du diesen Ramadan fasten? Was würdest du tun? Ich will mal ein paar Sachen hören. Ja, was würdest du tun? Was würde ich nicht tun? Man würde alles tun, wenn man wüsste, dass der Tod bald kommt. Ja, was alles? Was? Beten, Freiwillige, Fasten, viel Sicker, den Armen helfen, spenden, alles was man hat, ausnahmsweise. Ja? Ja? Um Vergebung bitten, ja? Das ist interessant. Der Bruder sagt, kündigen. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mensch eine Palme hat, die zum Einpflanzen ist, diese kleinen, ja, die man einpflanzt, Fassila heißt es auf Arabisch, und der Tag der Auferstehung beginnt, das heißt, Himmel wird zerstört, die Berge sind zerstört und so weiter und so fort, Tag der Auferstehung, Qiyama beginnt, Jenseit beginnt, dann soll er diese Palme einpflanzen. Für wen denn? Das ist nicht deine Sache. Deswegen die Sache mit Kündigung, du kannst ja doch Hasanat trotzdem bekommen, dadurch, dass du deine Familie versorgst. Auch wenn du nur noch einen Tag lebst. Wenn du arbeiten gehst mit dieser Absicht, ich möchte meine Familie beschützen vor Armut, vor Not, vor der Notlage, vor Bedürftigkeit, das ist eine gute Sache. Das ist eine Sache, für die wirst du belohnt. Und deswegen, ob die Kündigung jetzt wirklich, kommt auf deinen Job an. Vielleicht, ne? Aber auf jeden Fall, liebe Geschwister, so müssen wir wirklich damit umgehen.
Wenn wir denken, dieser Ramadan wird einer von den nächsten 50 Ramadans in meinem Leben sein, dann werde ich natürlich diesen Ramadan, so wie die letzten Ramadans, fasten, einfach nur hungern und dursten, einfach nur Schmerz empfinden, weil der Imam zu lange macht im Tarawih-Gebet und kein Genuss empfinden. Und ich werde, und das ist ja das Fatale, derselbe Mensch bleiben. Das darf nicht sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, in diesem Ramadan uns zu ändern, indem wir ihm näher kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen erziehen und unsere Herzen reinigen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.